Hallo Jo. Hallo. Heißt du Jo oder Joe oder Johannes? Ich heiße Johannes, aber alle nennen mich Jo. Du kennst natürlich auch den Tommy. Ja, den kenne ich schon seit Schulzeiten. Seit Schulzeiten? Ja. Der ging zur Schule? Ja, wir waren nicht in einer Klasse, aber wir kommen beide aus Wolberg, da kennt man sich. Ja, und wir hatten öfter schon geplant, einfach mal zusammen was zu machen. Das war immer so mein Wunschding. Wohnst du hier in der Gegend? Nein, ich wohne Wolbecker Straße, also Diepenbrockstraße. Und hier ist eure Außenterrasse? Ja, schön wär's. Also wenn die dann auch noch komplett voll ist mit Tante August gestern, dann bin ich zufrieden. Kommt noch. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Sommer. Wir öffnen um 9 und haben bis 24 Uhr geöffnet. Ich bin immer ab 8 Uhr da, weil die Kaffeemaschine einen gewissen Vorlauf braucht. Und heute waren auch schon um 5 nach 8 Leute da, haben Zigaretten gekauft und haben sich eine Clubmate mitgenommen. Ja, da sage ich dann auch nicht, Leute, ich habe noch nicht auf. Die können dann auch gerne reinkommen, wenn die Tür noch zu ist, klopfen. Also da bin ich offen. Und Vorsicht, ein Jogger. Vorsicht, ein Jogger. Das wäre schön. Davon kann man doch wohl fest ausgehen. Tante August. Ja, genau. Haben auch bald ein Fitnessfrühstück. Super. Ja, so. Dankeschön. Es kommen ja auch sehr viele Nachbarn direkt, die um die Ecke wohnen. Ja. Und alle freuen sich. Also wir werden bisher sehr gut aufgenommen. Tante August wird oft besucht. Ja. Das freut uns. Ich mag den Kuchen von der Chocolaterie sehr gerne. Den kriegen wir. Die hat eine ganz tolle Schokotarte und einen super Apfelkuchen. Also wir haben jetzt einfach mit belegten Brötchen angefangen, die wir natürlich auch ein bisschen irgendwie schön Salat drauf, frische Gurken, frische Tomaten. Den Aufschnitt kaufen wir vorne bei Philipp Bünning. Mhm. Ich habe einen Metzger in der Umgebung gesucht und ja, ich wusste, dass da einer ist und bin einfach mal hingegangen. Und der Kerl ist sehr nett, unser Alter auch. Die Brötchen und die Buttercroissants kriege ich vom Brotkorb, die sitzen auf der Südstraße. Mhm. Ob ich hier noch irgendwie Feinkostläden gibt es ja auch, ob ich noch ein paar Oliven kaufe, auch in der Ecke. Natürlich nicht aus der Region. Das ist Tante August. Das ist Tante August, richtig. Moin. Was treibt dich denn hierher? Mein Fahrrad, das fährt ganz ausgezeichnet. Und ja, da freut mich jeden Tag sehr. Ah, okay. Weil ich mal schauen wollte, die Tante August hat mir nämlich geschrieben und ich wollte gerne die Tante August mal kennenlernen. Ich ja, da wünsche ich dir ja. Viel Spaß. Dankeschön. Liebe Südviertelbewohner und sonstige Münsteraner, ich hoffe, ihr besucht die Tante August weiterhin so häufig, wie es in den letzten Tagen der Fall gewesen ist. Ich hoffe, wir sehen uns bald.